Was geht ab, Marvel-Fans? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Retro Marvel Games. Unsere Reise geht im Jahr 2002 weiter, denn nach Spider-Man erschien das Spiel Blade 2 und das werden wir nun spielen. Ich muss beichten, ich habe den Film damals nicht gesehen, weder Blade 1 noch Blade 2. Keine Ahnung, wie alt ich da gewesen bin. Hatte mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert. Also, was sagt ihr? Lohnt es sich, die Filme nochmal nachzuholen oder soll ich einfach auf das MCU Blade-Projekt warten? Schreibt es gerne in die Kommentare, aber wir werden jetzt Blade 2 für die PlayStation 2 spielen. Bin auf jeden Fall gehypt. Ihr werdet wieder sehen, wie krass meine Skills sind. Ich nehme euch diesmal mit. Ins Tutorial bei Spider-Man habe ich es rausgenommen. Jetzt könnt ihr sehen, also habe ich komplett gefailt. Dachte mir, das will einfach keiner sehen. Hier ist es jetzt anders. Ich nehme euch mit in eine Reise ins Tutorial. Das Spiel ist auf Englisch, wie ihr sehen könnt. Mein Englisch, die mich kennen, ihr wisst, mein Englisch ist grottenschlecht. Ich werde es versuchen, dennoch zu übersetzen. Es wird einen Untertitel geben, sollte es Zwischensequenzen geben. Ich weiß halt noch nicht, was mich erwartet. Und wenn da mal so ein Text ist, versuche ich auf meine Art das Ganze zu übersetzen. Bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Hier gibt es auf jeden Fall verschiedene Kampagnen. Ganze 4 Stück, also es geht hier nicht weiter runter. Und wir beginnen einfach mal ganz oben bei Whistler's Base. Ich weiß nicht, wer Whistler's ist. Aber wir beginnen einfach in seiner Base. Listen carefully to Whistler's instructions. Höre einfach zu, was er sagt. Also das wäre jetzt meine Übersetzung zu dem, was da oben steht. Wir starten das Training. Let's go! Welcome to the training area, Blade. We've got a whole lot of work to be doing. But first off, you're gonna need some training to get you in shape. Watch your teeth, old man. My shape is just fine. Just show me what I need to do. Okay, first up, head towards the first glyph. So, bevor wir hier die Glyphe berühren, erstmal ganz kurz schauen, die Steuerung. So, sie scheint jetzt schon viel besser zu sein als bei Spider-Man. Okay, hiermit kann ich die Kamera nicht drehen, also er schlägt, wenn ich so nach... wenn ich jetzt die Kamera nach rechts drehen will. We haven't got all day. Ich hab dich verstanden. Ich versuche hier gerade die Steuerung ein bisschen klar zu kommen. X springen kann er nicht. Oh doch. Oh, springen bei Viereck. Okay. Merkwürdig. Ja, wir nehmen diese Glyphe jetzt. Good. Now I want you to go to the next one. Keep following the trail of glyphs until I say otherwise. Der will doch nicht nach jeder Glyphe irgendwas sagen, oder? Nö, okay, perfekt. So, wir müssen hier wohl Glyphen einsammeln. Ich weiß nicht, ob das nachher so im Hauptspiel weitergeht. Aber ich denke mal, das ist jetzt hier Tutorial und der will uns zeigen, wo wir lang müssen. Good work, Blade. Now pull that switch to open up the gate. Push the right analog stick towards the switch to pull it. Diese Stimme jetzt plötzlich, ja? Sehr merkwürdig. Now that the gate is open, head up the steps and follow the walkway around. Ja, easy. Als hätte ich nie was anderes gespielt. Die Steuerung ist hier sehr gut im Vergleich zu Spider-Man. Hier werden wir auf jeden Fall unser Spaß haben. Now here I want you to jump over this gap and continue around. Press the square button to jump. Press the square button to jump. Perfect. Okay. Now keep following that walkway around to the firing range.
einfach gar nicht verstanden, was er von mir wollte. Ich laufe. Well done. Now here we're going to try a little bit of firearms practice. Draw your weapon and take out all of those targets over there. Press left on the directional button to select your pistol. Pistol? Left? Press ja. The X button. Funktioniert. Press X to shoot. To shoot. Bam, bam, bam. Press the L1 button to strafe. Nice okay. Work. Now follow the walkway around to the fighting cage. Ja, gefällt mir bisher. Also wir sind ja noch im Tutorial. Bin mal gespannt, was uns später erwartet. Okay, I'm gonna release a few of our Fang friends. Just do what you do best and send them to hell. Push the right analog stick to perform hand-to-hand moves. Okay, da bin ich mal gespannt jetzt. Kommt jemand oder? Oh, komm doch. Nice work. Now let's see you take out two of them scumbags. Ich werd verprügelt. Excellent work, Blade. It seems that you're in good shape after all. Ja, der hat einfach ein Lächeln im Gesicht. I thought you'd know better by now, Whistler. Now why don't you give me a real challenge? Okay. Das war das Tutorial. Tutorial completed. Press X to continue. Und wir starten jetzt unsere Reise hoffentlich. Oder geht das Tutorial weiter? Nein, Kapitel 2, also Kampagne, die zweite Kampagne, The Kharkov Tower, geht jetzt los. Pursue the vampire with the blood to the upper floors of the tower. Okay. Destroy the motorbikes. Ja, addition. Also es gibt noch ein Bonusziel. Wir müssen Motorräder zerstören. Dann werden wir da schauen, ob wir die finden alle. So, was haben wir hier? Pistole, die hatten wir ja eben. Sie nimmt zwei Slots. Ah, okay. Also das ist jetzt unser Inventar, würde ich jetzt mal sagen, was wir jetzt alles mitnehmen. Munition, ja. Jo, ach so, wir brauchen Punkte zum Freischalten. 2000. Okay, also die, für diese Sachen brauchen wir Punkte. Wir haben aktuell nur diese zwei, dann füllen wir das jetzt mit Munition, würde ich sagen. Und starten die Mission. Kharkov Tower, 9:20 p.m. Dr. Grant says that the Kharkov Tower could be a vampire safe house. We got a tip-off that an exchange is about to happen nearby. Although the details are sketchy, we believe that the exchange will involve a vial containing some kind of pure blood DNA. Keep a low profile until the exchange occurs. We don't want those assholes making a run for it with a vial of blood. When the exchange happens, you're, free to take over the negotiations. Die haben mich jetzt schon gesehen. Dann machen wir die mal hier platt. So, wir bekommen Punkte, wenn wir die Gegner töten. Ich pack mal direkt meine Waffe aus, einfach nur für. Ich kann ja trotzdem schlagen, ja. Da ist was zum Einsammeln. 50 Punkte. Ach, das sind, glaube ich, auch die Punkte, die wir brauchen. Also 2000 Punkte, um weitere Sachen freizuschalten. Dann schauen wir uns auch gründlich um am besten immer. Sehr wahrscheinlich kann man hier noch ein paar von diesen Glyphen finden. Glaubt ihr, die Tür geht hier auf? Das überprüfen wir einmal ganz kurz. Nö. So, 50, 50 und 50.
So. Oh, wir haben schon 530 Punkte. Also wir sind jetzt hier in einem Parkhaus. Hier kann man überall rein anscheinend. Achtet mal bitte ebenfalls. Then there's only one thing to do. Ebenfalls auf Glyphen und Co. Ja, wir laufen mal, wir machen mal hier erstmal diese Seite. Schießen wir hiermit? Okay. Oh, das Auto hinten haben wir kaputt gemacht. Gibt das hier mehr Punkte, wenn ich sie, im Nahkampf besiege oder ist eigentlich egal. Oh, einfach ein Takedown. So, ich habe jetzt hier nicht geschaut, da gab es jetzt hier noch Punkte. Nö. Dann laufen wir jetzt mal hier weiter. Ist er tot? Anscheinend. Wie kriege ich das denn tot? Ah, hier sind noch ein paar. Perfekt. Wie kriege ich jetzt dieses Teil da kaputt? Der hat doch eben hier hingezeigt. Den zerfetzt uns jetzt. So, wie kriegen wir das kaputt? Oder ist das jetzt hier so ein Motorrad? Ich gehe mal davon aus, oder? Oh, ja. 200 Punkte. Ja, ich weiß hier nicht, was ich machen soll. Vielleicht müssen wir einfach raus. Exit. Habt ihr das jetzt gerade verstanden? Nun gut, wir laufen jetzt mal hier weiter nach oben. Oh, 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 oh. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. So, aber seid ehrlich, ich mach mich auf jeden Fall, ich spiele auf jeden Fall viel besser als damals Spider-Man. Let's shake down this nest of vampires for good. Eliminate everyone in here before heading to the upper floors. So, hier sehe ich auf jeden Fall einige Motorräder. Wo kommen die denn her? Boah, ihre Gesichter. Beste Gesichter. SWAT. Was heißt das? Ich sehe jetzt gerade unten. Da stand Sword und unten mein Schwert, da blinkt irgendwas. Shield. Ich mach mal dieses Auto. Ach so, geht gar nicht. Okay, Dreieck zum Nachladen, aber ach so, der hat schon nachgeladen. Kriege ich das hier nicht kaputt? Doch. Doch, also mir macht das Spiel gerade Spaß. Wir haben noch was freigeschaltet. Aber wie aktiviere ich das? Das ist die Frage. Wenn ich hier gegen schieße, juckt denen das nicht. Okay, die der Helm ist wenigstens schon mal weggeflogen. So. Easy. Wo ist der Aufzug? Da, gar kein Problem. Genug Munition. Ne, haben wir nicht. Noch zwei Schuss und das war's dann. Ich will jetzt nicht hier meine Munition verplempern wegen
diese Motorräder kaputt zu machen. Kann man auch irgendwo noch Munition bekommen? Das ist die Frage. Was heißt das, was da die ganze Zeit... Oh, okay. Ich habe aus Versehen die letzten zwei Schüsse... Wo kommst du denn her, bitte? Wo kommen die her? Ich meine, es ist gut, wenn da noch ein paar kommen. Einfach für... Um noch ein paar Punkte zu bekommen hier. Munition scheint es dann nicht mehr zu geben. Okay, ich habe jetzt hier eine Taste gedrückt. Hab jetzt... Ach, das Schwert. Okay. Das ist dann sowieso wie so eine Ulti. Kriege ich das dann auch wieder weg? Ne, ich muss warten bis... So... Hä? Habt ihr das gerade verstanden? Ich... Irgendwie nicht. Ich lasse jetzt erstmal meine Faust da. Ich habe eh keine Munition mehr. Okay, wo sind wir hier? Sehr wahrscheinlich müssen wir da runter. Dann würde ich jetzt erstmal hier lang. Hier gibt es bestimmt einen Schatz oder so. Gar kein Problem für mich. Okay, die scheinen hier nicht zu verschwinden. Vielleicht sind das ganz normale Menschen. Ein Aufzug. Da würde ich aber jetzt doch lieber wissen, was da unten ist, bevor ich jetzt hier dem Aufzug fahre. Vielleicht bringt der Aufzug uns auch nur nach unten, aber sicher ist sicher. Was haben wir hier? Das zum Heilen. Oh, ein Motorrad. ...1200 Punkte. Hä, wo müssen wir denn lang? Achso, hier geht... Also hier ist jetzt Stopp. Das heißt, wir müssen den Aufzug nehmen. Dann war das hier sehr wahrscheinlich wegen dem Motorrad unten. Warum brennen wir? Wegen dem Motorrad unten. Und ja, dann würde ich jetzt hier einfach mal einen Aufzug nehmen und... gucken, was passiert. Die Mission ist beendet. Wir sind hier mit der Mission durch. 9 Minuten haben wir gebraucht. Wir haben 44 Gegner besiegt. 18 Glyphen. Wäre schön, wenn die da noch erwähnen würden, wie viele Glyphen es insgesamt geben würde. Wie jetzt zum Beispiel bei den Motorrädern. 5 von 5 haben wir bekommen. Wir haben jetzt insgesamt 3520 Punkte. Somit haben wir irgendetwas freigeschaltet. Und würde einfach sagen, wir hören jetzt erst einmal hier auf. Ich bin, ich sag mal, positiv überrascht. Das Spiel macht mir Spaß. Ich habe jetzt nur ein Level gesehen, aber bisher macht es mir tatsächlich Spaß. Ich weiß nicht, ob es auch im Film so ist, dass der Film irgendwie in einem Parkhaus beginnt. Keine Ahnung. Bei Spider-Man gab es ja hier und da noch so Sachen, die es nicht im Film gab. Kann ja natürlich jetzt auch an der Stelle bei dem Spiel auch passieren. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, falls ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben machen oder auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr nichts zum Thema Marvel verpassen möchtet. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, tschaußen!